Kutan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kutan Immobilien. Das DRI Heidelberg ist eine der zentralen Adressen für ausgesuchte aktuelle Veranstaltungen und Vorträge aus den Bereichen Literatur, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Am 5. Oktober 2014 fand hier das zweite Sonntagsmatinee von Oberbürgermeister Dr. Eckhard Würzner statt. Sein Gast war Professor Dr. Paul Kirchhoff. Er referierte zum Thema neue Steuermodelle für Kommunen und Bürger. In seinem Vortrag machte Professor Paul Kirchhoff zunächst auf die Aufgaben aufmerksam, die die Kommunen zu erfüllen haben. Wenn Sie denken an das Soziale, wenn Sie denken an die Schule, wenn Sie denken an die Infrastruktur, da gibt das Bundes- und Landesrecht weitgehend die Maßstäbe vor, die die Gemeinde aus ihrem Haushalt zu erfüllen hat. Und da haben wir im Grundgesetz ganz am Anfang die erste Vorschrift, Artikel 104a, das sogenannte Konnexitätsprinzip, das besagt, jeder muss mit den Finanzen so ausgestattet werden, dass er seine Aufgaben erfüllen kann. Dies sei aber nur schwerlich möglich. Die Finanzausstattung der Kommunen sei zu gering. Die Teilhabe der Gemeinden am Ertrag der Einkommenskörperschaft und Umsatzsteuer sei ungenügend. Zudem sei das Einkommens- und Körperschaftssteuerrecht von Privilegien und Ausnahmetatbeständen überfrachtet. Professor Kirchhoff forderte daher einen Neuentwurf des Steuerrechts, das Bund, Länder und Gemeinden mit fairen und angemessenen Steuererträgen ausstattet. Oberbürgermeister Dr. Eckhard Würzner wiederum zeigte anhand eines Beispiels, wie sich eine von Bund und Ländern beschlossene gesetzliche Regelung in Heidelberg auswirken wird. Pflege, was ist momentan die Situation, dass wir in unseren Pflegeeinrichtungen Doppelbelegung noch für ein Zimmer haben. Das ist ab 2019 nur in Baden-Württemberg, aber auch nur da, über die Heimstättenverordnung, nicht mehr zulässig. Bedeutet natürlich, dass in Zukunft alle ab 2019 ein Einzelzimmer haben. Das ist per se super. Ist auch gut. Die Frage ist nur, wer kann es bezahlen? Weil wir natürlich für den Teil, für den wir es bezahlen müssen, werden wir es auch in Zukunft bezahlen. Das schießt unsere Kosten nach oben. Andere können es auch selber bezahlen. Die brauchen uns jetzt in dem Bereich nicht zu kümmern. Aber der große Mittelstand, der dann in diese Rentenstruktur reinkommt, in die Pflegestruktur reinkommt, der über 400-Euro-Jobs sich nie eine Ansparung hat leisten können, der kommt dann in die schwierige Phase, dass er eine solche Pflegeeinrichtung eigentlich auch nicht aufsuchen kann, weil sie zu teuer ist. Oder der Staat muss es wieder übernehmen und damit landet es wieder bei der Kommune bzw. wieder beim Staat. Und das sind nur so einzelne Beispiele, die zeigen, dass wir diese Grundstruktur wirklich, also diese Grunddiskussion in Deutschland wirklich massiv brauchen. Referent Professor Kirchhoff, OB Dr. Würzner und das Publikum waren sich am Ende der Veranstaltung gemeinsam einig. Bund, Länder, Kommunen und Bürger brauchen ein gerechteres Steuersystem. OB Dr. Würzner bedankte sich bei Professor Kirchhoff mit Original Heidelberger Senf als Präsent für den gelungenen Vortrag. Für MRN News erläutert OB Dr. Würzner zum Abschluss, was für eine Bedeutung mehr Steuergerechtigkeit für eine Stadt wie Heidelberg hat. Ja, das Thema Steuergerechtigkeit spielt natürlich auch für uns als Stadt eine enorme Rolle. Man muss wissen, dass viele Vorgaben auch des Bundes auf die kommunale Ebene heruntergegeben werden mit einer Rechtspflichtigkeit. Bedeutet beispielsweise, dass wir für Kinderbetreuungsplätze, die jetzt verpflichtend auch von den Städten realisiert werden mussten, knapp 50% der Kosten vom Bund erstattet bekommen. Aber wie gesagt, nur 50%. Das ist für eine Stadt wie Heidelberg machbar, die anderen 50% zu finanzieren, aber für viele andere Städte, gerade in Nordrhein-Westfalen oder in anderen Ländern, nicht mehr möglich. Solche konkreten Fragen muss man diskutieren, um auch über mehr Steuergerechtigkeit zu einer besseren Kommunalfinanzierung zu kommen.